Lilo, heute mal wieder ein bisschen was zur Automation und zwar mit Hilfe von Python und Auto Key, ne? Das ist nicht Keyless Go oder Schlüssel für ein Auto, das ist Auto Key. So, was brauchen wir erstmal? Sudo apt-get install Autokomplettierung funktioniert nicht. Warum? Es gibt zwei Versionen. Einmal die GTK-Version hier für Ubuntu GIMP Toolkit oder die Qt-Version für KDE-Umgebung. Ja, ich habe hier GTK und installiere dieses. Enter drücken, Passwort fertig. Und bitte mal gleich mit Xdo Tool auch mal mit installieren. Ne? Xdo Tool. Habe ich nämlich festgestellt, dass ich das brauche. Warum brauche ich das? Zeigen wir gleich. Gut, schieben wir mal unser Terminal an die Seite. Ich bin hier unter Ubuntu 13.10 Autokey. Installiert findet ihr dann so ein Symbolchen. Gut, Autokey, wofür ist das Ding gut? Hier sind Beispiel-Skripts, ne? Wir waren ja bei Python-Programmierung. Und es ist immer ganz nützlich, wenn man sich da so ein bisschen mit auskennt, ne? Ich habe nämlich dieses Autokey gesehen in der neuen Linux-Welt. Und natürlich ging mal, wie immer, genau bei mir, nämlich wieder mal nichts, ne? Diese Beispielskripte hier musste ich mir anpassen. Das habe ich mir neu gemacht. Was soll das hier werden? Es gibt die sogenannten Abbreviations, was auch immer das sein mag. Ne? Da habe ich mal eins angelegt, das heißt Datum rein. Bevor ich hier auf das Skript eingehe, zeige ich das mal. Zum Beispiel bin ich in irgendeinem Programm, ja? Ich bin in irgendeinem Programm und ich habe ja dieses Datum rein mal definiert. Und hier setzt AutoKey das Datum rein. Achtung, diesen Text gebe ich jetzt ein Datum rein. Und sobald ich einen Trenner hinten eingebe oder ein Leerzeichen oder ein Tab, wird hier automatisch das Datum eingesetzt. Nun, das ist keine Funktion vom LibreOffice, das funktioniert in jedem Programm, ne? Ne? Abbrechen. Das macht das Programmchen hier in LibreOffice, weil wir mal kurz schließen ohne Speichern. Damit ihr seht, dass es auch tatsächlich so ist, könnte ich zum Beispiel auch im Terminal verwenden. Ne? Läuft hier ständig im Hintergrund, wenn man es denn so will. Hier kommt's Datum rein und ein Leerzeichen hinter Boink. Ne? Und schon wird das Datum eingesetzt. Gut. Das ist also ein Programm, das lauert im Hintergrund und sobald ich einen bestimmten Text eingebe, wird ein bestimmtes Skript ausgeführt. Und was das Skript macht, ist euch überlassen. Hier in dem Fall ersetzt es den Text durch das aktuelle Datum und das habe ich hier definiert. Gut, und dieses Beispielskript funktionierte hier vorne und hinten nicht, habe ich angepasst. Na, denn hier stand was von Send Key, so ähnlich wie ja. Hier sowas hier, ne? Das ging bei mir überhaupt nicht. Ne? Keyboard Send Keys musste ich mir umfummeln. Ich habe hier eine wie schreibt man das? Abbreviation definiert. Ne? Abbreviation, das ist so eine Ersetzung. Ersetzung. Immer da, wo ich Datum reinschreibe, wird dann das Skript ausgeführt und ersetzt in meinen Text Datum rein durch das Datum. Das macht das Skript. Ne? Die Abbreviation sagt jetzt nicht unbedingt, dass der Text ersetzt werden, das löst nur dieses Skript aus. Was dieses Skript macht, hier das Datum zu ersetzen oder den Rechner runterzufahren oder La Paloma zu pfeifen, ist euch überlassen. Alles, was ihr in Python programmieren könnt, wird ausgelöst in dem Moment, wenn man einen bestimmten Text eingibt und den kann man hier setzen. Set. Setze eine Abbreviation. Ja, gut. Ja. Na gut, ich will es nicht separat, dann machen wir das mal so, damit man das so ein bisschen besser hier sieht. Gut, und die kann man hier eine hinzufügen. Wenn ihr diesen Text dann eingebt, das ist euch überlassen, was ihr da eintippt. Hauptsache, ist es ein Text, der nicht in jedem zweiten Wort vorkommt. Ne? Zum Beispiel das Wort ich würde ich da nicht eingeben. Ne? Wenn ihr nämlich einen Text schreibt in eurer E-Mail, ich möchte, wird dauernd dieses Skript ausgelöst. Ne? Da kann man natürlich auch viel Fun mitmachen. Der Administrator mit in den Wahnsinn treiben, macht aber keinen Sinn. Gut, in dem Moment, wo ihr das hier eintippt, bitte mal Enter drücken oder den Fokus wechseln, damit das hier überhaupt erscheint. Da habe ich erstmal ein bisschen gefummelt, bis überhaupt das erscheint. So, und Remove typed Abbreviation, ne? Das heißt, löscht das Wort, ne?
In dem Moment, wo ich das Wort Datum rein eintippe, wird ja das Skript ausgelöst und das hier, dieses Kreuzchen hier, Remove heißt, löscht das Wort Datum rein. Ne? Das brauchen wir dann nicht mehr. Das ist nur zum Auslösen der Aktion. Wenn man das nicht will, wenn das Wort stehen bleiben soll, ist es auch okay. Ne? Zum Beispiel, um den Admin in den Wahnsinn zu treiben, immer wenn er in der E-Mail das Wort Ich schreibt, soll das Wort Ich stehen bleiben und das Skript ausgelöst werden. Geht natürlich auch. Gut, Ignore Case heißt natürlich Groß-Kleinschreibung, ignorieren und so weiter. Trigger On, da kann man noch bestimmte Aktionen mit bestimmten Fenstern zum Beispiel. Window Filter kann man setzen, bestimmte nur auf bestimmte Fenster anwenden. Oder das Skript auslösen, indem man einen bestimmten Hotkey drückt und so weiter. Und mit den Edit Preferences kann man einstellen, dass das automatisch gestartet wird. Ne? Dieses Auto-Key-Programm. Wenn man sich eingeloggt hat, kann ich hier entweder manuell starten durch einen Starter oder automatisch, dass es jeden Tag läuft. Ne? Gut, ich habe hier wie gesagt das vorhandene Skript etwas modifizieren müssen, Python-mäßig. Ne? Das ist ein Python-Skript. Es gibt hier jedoch keinen Debug-Modus. Das heißt, dieses Skript muss funktionieren. Das heißt, man könnte zum Beispiel das Skript in gedit schreiben, so ein Python-Skript erstmal in gedit schreiben, in der Hoffnung, dass es funktioniert. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Und dann probiert man es zum Beispiel erst einmal mit dem Terminal aus. Ja, mit dem Terminal, jetzt gucken wir, ob ich einen richtigen Terminal erwische. So, Terminal. Und wir gehen dann mal auf unser Skript, das ich hier zum Beispiel auf meinem Schreibtisch liegen habe. Ich habe mir hier eine Datei test.py auf meinem Schreibtisch, heißt es mittlerweile nicht mehr Desktop und nicht Arbeitsfläche, Schreibtisch abgelegt, CD, wenn das bei euch anders heißt, anders eingeben, halt in den Ordner rein, wo es Skript ist. CD, Schreibtisch, bin ich drin und dann Python und das Skript habe ich genannt test.py, boink, ne? Und dann wird automatisch das Datum da ausgegeben, dann weiß man, es funktioniert. Ne? Und wenn das funktioniert, kann man das Skript aus gedit dann herauskopieren, kopieren, in AutoKey einfügen, weiß, dass es funktioniert, dann ist gut. Dadurch habe ich auch herausgefunden, dass hier zumindest bei mir das Keyboard SendKeys nicht funktioniert hat. Stattdessen habe ich gewählt das XDo-Tool. Ja, XDo-Tool kann auch viele, viele Sachen, auch viele schöne Sachen automatisch. Und habe dieses XDo-Tool angewiesen, den Text zu typen, ne, zu schreiben. Ja, XDo-Tool, schreibe das Datum. Da musste ich mir vorher noch die lokale Zeit auslesen. Und ich musste das Programm XDo-Tool ausführen von diesem Skript aus. Das Programm XDo-Tool ist kein Python-Skript und so weiter und so fort. Gut, jedenfalls musste ich mir dieses kleine Skriptchen hier umschreiben. Ich habe mir auch das Call importiert, damit ich XDo-Tool quasi ausführen konnte. Ich habe mir das Modul Time importiert, damit ich die lokale Zeit mir auslesen konnte. Habe ich dann umformatiert. Solche Sachen findet ihr auch im Internet. Das braucht man sich nicht selber erfinden. Habe mit Call das XDo-Tool, Leerzeichen Type, Leerzeichen und dann den formatierten String, der Tag, Monat und Jahr enthält, hier eingefügt. Gut, und wie gesagt, probiert's vorher aus, das Skript, zum Beispiel direkt in Python oder halt, ihr macht euch eine Testdatei. Wie man was direkt in Python ausprobieren kann, ist auch einfach, ihr startet das Terminal, ne? Hier ist mein Rekord, mein Desktop übrigens zwischendurch schon gestartet, Datei, neues Terminal und im Terminal könnt ihr etwas ausprobieren, einfach Python eingeben, Python. Wenn ihr euch nicht sicher seid, kriegt ihr so ein Kommando-Prompt. Wenn ihr nicht genau wisst, ob ein Python-Befehl funktioniert, zum Beispiel import time, ja, funktioniert, ne? Geht, kriege ich keine Fehler mehr. Habe ich mich verschrieben im prot time, ja, habe ich, kriege ich eine Fehlermeldung, dann weiß ich, das funktioniert nicht, dann muss ich mir das anders überlegen. Entweder einen einzelnen Befehl, Exit, kommt man hier wieder raus, oder halt, man schreibt sich gleich ein komplettes Skript,
Zum Beispiel mit gedit führt das, wie gesagt, dann aus, geht in den Ordner Python, Dateiname, ausprobieren und dann sollte alles gut werden. Wie gesagt, interessante Sache, Autokey, man kann automatisch Skripte ausführen lassen, dem Moment, wo jemand einen Text eingibt. Finde ich spaßig, besonders heute am Datum rein 7.12.2013. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Bleibt mit freundlichen Grüßen und tschüss.